Die Malediven. Eine Top-Adresse für Tauchsafaris. Wir sind für 10 Tage mit der Carpe Nova unterwegs und nehmen euch mit auf die Tour vom tiefen Süden über mehrere Atolle nach Male. Viel Spaß beim Zuschauen. Der Flug von Male nach Kudu im Huvadu-Atoll dauert etwa 65 Minuten. Dort werden wir vom Team der Carpe Nova bereits erwartet. Die Carpe Nova ist ein tolles Schiff. Mit Abmessungen von 43 x 11 Metern bietet sie mehr als ausreichend Platz für maximal 22 Taucher. Unsere Upper Deck-Kabine gleicht einem Hotelzimmer. Die Speisen werden stets auf dem Achterdeck gereicht. An Bord sind interessante, überwiegend sehr taucherfahrene Gäste aus mehreren Ländern. Die ersten Tauchgänge finden im Huvadu-Atoll statt, zu dem wir später noch einmal zurückkehren werden. So nah haben wir Adlerrochen noch nie erlebt. Danach folgt ein Abstecher nach Formula, wo wir mit den Tigerhaien im Blauwasser tauchen.
Jetzt liegt die Tour über zahlreiche Atolle nach Norden vor uns.
Dies ist mit Abstand die beste Malediven-Tauchsafari, die wir bislang erleben durften. Ganz herzlichen Dank an den Cruise Director Masin und sein hervorragendes Team. Wir werden ganz sicher wiederkommen.